Und jetzt lassen wir uns stilvoll abkühlen mit einer Neuheit. Der Katalog ist eben hier ganz frisch eingeflattert, druckfrisch. Und Sie sind jetzt einer der Ersten, der unter anderem dieses brandneue Produkt bestellen kann und sich demnächst abkühlen lassen kann. Es soll ja richtig, richtig heiß werden. Teilweise bis zu 40 Grad, das ist schon so ein bisschen Sauna für jeden Tag. Darüber berichten ja aktuell auch die Medien. Aber wir holen uns Abkühlung mit Christoph. Ja, und unseren nagelneuen Produkt, nämlich unseren WLAN-Stand-Sprühnebel-Ventilator. Und der ist einfach der Wahnsinn. Ich habe den vorhin gesehen und habe gedacht, das ist ja mal so ein richtig tolles Gerät, eine Gesamtgröße von 120 cm und vor allem, der macht Luftkühlung durch Verdunstungskälte. Mit einem Ventilator fragt man sich jetzt, wie das funktioniert. Ganz einfach. Sie haben eine Fernbedienung, aber das Coole ist, Sie können das sogar mit Ihrem Smartphone steuern. Gibt es nämlich eine kostenlose App mit dazu, die nennt sich Elesion, ganz einfach in der Einrichtung. Und ich mache jetzt einfach mal eins. Ich möchte Ihnen jetzt einmal ganz kurz zeigen, wie einfach Sie jetzt hier diese Verdunstungskälte einmal aktivieren können. Denn wenn Sie gleich mal auf das Gerät gehen, keine Angst, ne? Das qualmt nicht, sondern das ist diese Verdunstungskälte, die jetzt hier einmal für Sie herauskommt. Also ich finde, das ist der Wahnsinn. Jetzt habe ich gerade, schau mal, und das ist, ne, also das ist wirklich sowas von schön angenehm. Und jetzt mache ich eins, jetzt schalte ich zusätzlich noch den Ventilator mit dazu. Und das Ganze wird jetzt im Raum verteilt. Ne? Eine riesengroße Ventilationskopf mit über einen Durchmesser von 40 cm. Und wir haben einen integrierten Wassertank, der hat bis zu 4 Liter, 3,9 Liter, um genau zu sein. Und das Ganze jetzt natürlich so richtig schön effektiv. Sie können den natürlich noch mit zusätzlichen Funktionen nutzen. Einmal ein integrierter Schlafmodus. Dieser Schlafmodus ist perfekt, denn dann hat das Gerät so einen angenehmen Windhauch und schaltet sich automatisch nach einer bestimmten Zeit einfach ab. Oder Sie können zum Beispiel auch zusätzlich einen Ionisator zuschalten. Ne? Kennen Sie vielleicht auch schon aus anderen Geräten. Entfernt ja unangenehme Gerüche, Bakterien, Keime und macht die Luft natürlich immer noch ein bisschen frischer und auch angenehmer. Und das ist einfach ein nagelneues Gerät. Im kommenden Katalog, wir haben ihn gerade eben druckfrisch hier abgeliefert bekommen. Und Sie können jetzt schon wieder einer der Ersten sein, der sich hier bei Pearl TV sich dieses einzigartige Angebot einfach mal sichert. Denn ich finde ihn wirklich schön. Und wenn Sie jetzt sagen, boah, der sieht ja so riesig aus, muss ich den tragen? Müssen Sie noch nicht mal tragen. Der hat einen Standfuß und darauf sind 6 Lenkrollen. Das heißt, einfach überall dorthin schieben, wo Sie ihn brauchen. Gerade mal einen Energieverbrauch von 80 Watt. Also auch da natürlich alles mit möglich. Und natürlich haben wir auch eine Oszillation. Das heißt, wir haben eine Swing-Funktion und können uns jetzt wunderbar hier durch dieses angenehme Gefühl einfach mal wirklich benieseln lassen. Und der sieht auch fantastisch aus. Also wenn der im Wohnzimmer steht, der sieht ja ultra schön aus. Brandneue Technik, brandneu. Sie sind einer der Ersten, der diesen tollen Ventilator jetzt nach Hause bekommt. Und auch die Fachpresse ist begeistert hier von unserem Ventilator. Und das möchten wir ganz gerne mal einblenden zu unserer TV-Neuheit. Und da sehen wir es. Denn ein Ventilator hat ja viele, viele Vorteile, wie zum Beispiel hier sehen wir, dass Ventilatoren senken nicht die Raumtemperatur, sondern verwirbeln nur die Luft, sodass es nicht zu Erkältungskrankheiten wie häufig bei Klimaanlagen kommen kann. Der Ventilator erzeugt nur einen Wind, der dem Bewohner gefühlt kälter vorkommt. Ventilatoren kann man in allen Zimmern einsetzen. Sie werden nur dann eingeschaltet, wenn man sie benötigt. So kann man ganz einfach Energie sparen. Ja, und es ist ja nicht nur, dass man Energie spart, man spart sich natürlich auch dieses Leiden. Es soll ja diesen Sommer richtig, richtig heiß werden. Ich könnte mir den auch sehr, sehr gut im Schlafzimmer vorstellen. Der ist ja auf höchster Stufe auch relativ leise. Ne? Ganz genau. Also ich habe ihn jetzt gerade auf höchster Stufe fast nicht zu hören. Das ist natürlich nochmal ein großer Vorteil. Und gerade, weil es Anne angesprochen hat, nochmal, der hat eine integrierte Schlaffunktion, also einen Schlafmodus nennt man es. Und das bedeutet, er erzeugt einen natürlichen Windhauch und schaltet sich nach einer automatischen Zeit automatisch ab. Da müssen Sie jetzt nichts machen. Sie haben sowieso auch zusätzlich noch mal eine Timer-Funktion für bis zu 7,5 Stunden Laufzeit. Das heißt, den können Sie einfach vorprogrammieren. Und das Schöne ist natürlich eben auch noch mal, dass Sie jetzt hier den großen Vorteil haben. Sie können ihn entweder
per Fernbedienung einmal bedienen. Die bekommen Sie natürlich zum Lieferumfang mit dazu. Ganz einfach auch alles erklärt, super auch natürlich beschrieben oder eben per kostenloser App. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal zeigen, wie intelligent dieses System ist. Wenn ich jetzt hier einmal auf Aus drücke, zeigt er mir auf meinem Smartphone sogar an, dass er aus ist. Und wenn ich jetzt hier wieder einmal andrücke, fährt es auch sofort hier wieder in diesen On-Modus. Und das zeigt einfach diese Intelligenz. Ne? Also egal, ob Sie es mit Fernbedienung steuern oder eben hier einfach mal über unsere App, die kostenlos auf Ihrem Smartphone zu installieren ist. Und ich finde das echt schön, weil auf der einen Seite denkt man hier natürlich an die moderne Zeit. Ne? Smartphone haben ja wirklich auch viele, viele Menschen. Oder wenn Sie eher sagen, oh nee, ich möchte das wirklich noch klassisch von der Fernbedienung aus bedienen. Und selbst wenn ich Anne jetzt das Smartphone rübergebe, kann sie das ohne Probleme einfach sogar von der Ferne jetzt aus steuern und kann jetzt hier einfach mal unseren Ventilator so einstellen, wie sie es möchten, beziehungsweise wie sie es sich gerne einmal wünschen. Also das ist ja der Knaller. Das überzeugt mich. Allein schon das Design ist ein absoluter Wahnsinn. Weil bei Ventilatoren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich denke da automatisch immer an diese weißen Plastikventilatoren, die nicht schön aussehen. Aber der, der ist ja wirklich, das ist ja ein Highlight. Also wenn der nach Hause kommt, das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Jetzt für Sie lieferbar. Das ist unsere TV-Premiere. Das heißt, Sie sind einer der Ersten, der diesen tollen Ventilator dann bei sich in der Wohnung hat. Und den können Sie rollen, der sieht super edel aus, sehr, sehr schick. Und das jetzt zum fantastischen TV-Sonderpreis von 142,45 € mit der Bestellnummer NX6454 und der 569. Jetzt hatten wir ja eingangs schon erwähnt, dass es diesen Sommer richtig, richtig heiß werden soll. Und alle Medien berichten darüber. Und es könnte wirklich ein Horrorsommer werden, aktuell auch auf news.de zu lesen. Die Hitzerolle rollt auf Deutschland zu. Bis zu 40 Grad. Meteorologen warnen vor dem Mega-Sommerdrama. Schon Ende kommender Woche rechnen die Wetterexperten so gut wie überall mit 30 Grad. Doch es kann noch deutlich wärmer werden, warnen die Experten. Demnach sei davon auszugehen, dass die Höchstwerte bei 40 Grad liegen können. Können Sie sich das vorstellen? Also ich 40 Grad kenne ich nicht mal mehr vom Urlaub. Ja. Und ich war schon wirklich in vielen, vielen Ländern und Kontinenten. Aber 40 Grad in Deutschland, das ist schon was Außergewöhnliches. Das ne? ist was richtig Außergewöhnliches. Und vor allem, das erste Modell ist sofort lieferbar, was ich Ihnen jetzt vorstelle. Das heißt, Sie sind vorbereitet auf diese Hitzewelle, auf diese Rekordwelle und natürlich auch auf diese Hitzetemperaturen. Dieses Modell ist exklusiv nur für Sie als Pearl TV-Zuschauer zu bekommen. Und das natürlich in einem richtig schönen und einzigartigen modernem Design. Sie sehen es schon, wir sprechen hier von einem Verdunstungsluftkühler. Verdunstungsluftkühler ganz kurz erklärt. Im Inneren des Gerätes sieht man auch gerade, ist eine große Wabenstruktur und dieser integrierte Wassertank, der hier übrigens 6 Liter normales Leitungswasser beinhaltet, wird auf Knopfdruck auf dieser Wabenstruktur vernetzt. Das heißt, eine Verdunstung findet statt und dadurch heißt es, Wärme wird entzogen, Kälte entsteht. Und das sind dann messbare Unterschiede so von 3 bis 5 Grad. Gefühlt für mich persönlich ist das eines der angenehmsten Temperaturerlebnisse, die ich eben einfach hier in diesen Verdunstungsluftkühler einfach auch noch mal mit erleben kann. Und was ich hier eben einfach noch mal Ihnen sagen möchte, ist, das ist jetzt ein cleveres Einkaufen. Bereiten Sie sich auf diesen Sommer vor. Und wir werden es in den nächsten Jahren immer und immer wieder mitbekommen, dass diese Temperaturen immer wieder dazukommen werden. Dieses Gerät können Sie wirklich perfekt in Ihren Leben integrieren. Der kann Ihr guter kleiner Freund in dieser Sommertemperaturzeit einfach wirklich sein. Schönes, großes Multitouch-Display, das heißt, alles könnte ich hier zum Beispiel auch über das Gerät einfach steuern, aber natürlich auch hier wieder auch für die Ferne mit Fernbedienung für Sie bedienbar. Wir haben ein sehr modisches Gerät, ein sehr modernes Gerät, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Optik. Und jetzt schauen Sie sich alleine mal hier diese große Ventilationsfläche an. Diese große Ventilationsfläche erzeugt dann eben einfach mal bei Ihnen eine richtig, richtig schöne Verdunstungsluftkühlung. Und ich setze jetzt mal so richtig Speed drauf und gebe Ihnen mal so richtig Power. Und jetzt gehe ich einfach nur mal mit der Hand hier davor. Und vielleicht möchtest du es auch mal, Anne, machen. Das ist so ein angenehmes Gefühl. Und das ist diese angenehme Meeresbrise, von dem man spricht. Und jetzt möchte ich Ihnen eins ganz kurz erwähnen. Man spricht immer bei Verdunstungsluftkühlern von den cleveren Alternativen zu einer Klimaanlage. Ganz klar. Erster
erster Punkt, Anschaffungspreis. Ne? Schauen Sie mal, was eine Monoblock-Klimaanlage kostet. Die liegen so zwischen 200, 400 Euro bis nach oben, meistens keine Grenzen gesetzt. Unser Verdunstungsluftkühler kriegen Sie für unter 100 Euro Anschaffungspreis. Jetzt gehen wir aber noch mal auf das Thema ein des Energieverbrauchs. Ne? Eine Monoblock-Klimaanlage kann locker mal so um die 2000 Watt natürlich einfach auch mal hier verbrauchen. Hier sehen Sie es auch mal in der Grafik. Unser Verdunstungsluftkühler, Energieverbrauch pro Stunde gerade mal 65 Watt. Wow. Das heißt, Sie haben bis zu minus 90% Energie. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema, was Sie natürlich hier auch noch mal nutzen können. Zweiter Vorteil, die Mobilität. Alle Geräte, die ich Ihnen heute vorstelle, stehen auf Rollen. Das heißt, flexibel für Sie einsetzbar. Den können Sie jetzt überall einfach mal hinrollen, wo Sie möchten. Und ich drehe Ihnen den jetzt einmal ganz kurz um, dass Sie auch mal die Rückseite sehen. Und jetzt schauen Sie sich das an. Kein Abluftschlauch wie bei einer Monoblock-Klimaanlage. Sie müssen keinen Fachmann erstmal engagieren, der Ihnen diese Monoblock-Klimaanlage in irgendeiner Art und Weise anbringt. Sie müssen keine Bauvorrichtungen machen. Und der allergrößte Vorteil ist, Sie dürfen sogar dabei die Fenster aufhaben und können sowohl einmal hier im Verdunstungsluftkühler diesen angenehmen Luftstrom, diese angenehme Meeresbrise erleben, plus zusätzlich die Fenster offen haben und haben immer frische Luft. Das ist ja der Hammer, oder? Sie können ihn theoretisch sogar mit in den Garten nehmen, sich irgendwo hinstellen. Wenn Sie mal ein Buch im Garten lesen, wenn dann kein Windchen weht, ist das Gold wert. Und nochmal, ich erinnere daran, die Experten reden von bis zu 40 Grad. Das ist ein Horrorsommer. Und vielleicht können Sie sich an letztes Jahr erinnern, weil noch ist der ja verfügbar. Unsere Verdunstungsluftkühler waren im letzten Jahr so schnell weg. Auch wenn Sie jetzt noch denken, naja, noch habe ich ja keine 40 Grad hier bei mir vor der Tür. Das Problem ist, wenn dann erstmal die 40 Grad sind, dann bestellen alle und dann ist auch der weg. Weil das ist, wir haben natürlich aus den letzten Jahren gelernt, ne? Also die waren so schnell ausverkauft. Ich meine, bei 94,95 € eine sehr angenehme Kühlung. Ja, auch gerade wenn man da sehr empfindlich reagiert, weil du die Klimaanlagen angesprochen hast, ist das natürlich perfekt dafür geeignet. Und jetzt natürlich für 94,95 €, das ist ein absolutes Highlight, denn wir kommen hier von einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von 200 Euro. Die Bestellnummer für unser Augenschmankerl, kann man ja schon fast sagen, ist die NX1545 und die 569. Seien Sie da bitte schnell brandneu, noch verfügbar. Mal schauen, wie lange noch. Denn wenn dann erstmal alle jammern, dann rennen auch alle in die Baumärkte und alle bestellen. Und dann ist es natürlich überall das Gleiche. Alle sind ausverkauft. Und jetzt kommen wir noch zu zwei brandaktuellen Themen bzw. Verdunstungsluftkühlern. Und das ist eine ganz neue Liga, das die ist Sie eine hier erleben können. Nagelneue Liga. Das ist die nächste Generation der Kältetechnik, wenn ich Ihnen das einfach mal so sagen darf. Denn es ist Ihre große Chance, die Sie jetzt hier natürlich perfekt nutzen können. Warum? Wir sprechen natürlich auch wieder von einem Verdunstungsluftkühler, auch wieder mit einem integrierten Wassertank von bis zu 6 Litern. Aber schauen Sie mal hier in der Beschreibung, Peltier-Element. Und dieses Peltier-Element, das ist die nächste Generation dieser Verdunstungsluftkühler. Denn dieses Peltier-Element kühlt das Wasser nochmal um 8 Grad herunter. Kurzes Beispiel, im Sommer kommt das Wasser aus der Leitung um die 16 Grad. Wenn Sie dann das Peltier-Element noch zuschalten, wird das nochmal automatisch um 8 Grad heruntergekühlt. Wow, das heißt, die Hälfte. Sie haben ein Kühlerlebnis von 8 Grad kalten Verdunstungsluftkühler. Verdunstungskühlungswasser. Ne? Hier sehen Sie das auch noch mal ganz kurz erklärt. Oben dieses Peltier-Element, das Leitungswasser wird oben, wird unten aus dem Wassertank nach oben gegeben, läuft durch dieses Peltier-Element, wird damit um noch mal um 8 Grad heruntertemperiert und dann geht es in die Verdunstungsluftkühlung. Und dadurch haben wir natürlich größere Unterschiede. Wir sprechen hier übrigens von einem Produkt, was sich viele, viele schon gesichert haben und momentan einfach leider nur noch auf Vorbestellung möglich ist. Und ich muss Ihnen ganz klar sagen, seien Sie jetzt einfach mal schlau. Sichern Sie sich diese Vorbestellung, weil dieses kann Ihren Sommer noch mal schöner bereiten. Ganz kurz erklärt, Sie haben drei Einstellungsmöglichkeiten. Sie können einmal nur die Ventilation zuschalten. Das ist vielleicht für so angenehme Tage, wo man einfach so ein bisschen noch mal eine neue Luft haben möchte. Zweitens können Sie die klassische Verdunstungsluftkühlung nur zuschalten. Dann hat man so messbaren Unterschied von 3 bis 5 Grad. Oder wenn
wenn so richtig heiße Tage kommen, so 40 Grad, wie wir eben gerade beide gelesen haben, dann machen Sie das Peltier-Element dazu. Und ich möchte Ihnen beweisen, wie praktisch das einfach auch wirklich funktioniert. Ich habe hier ein Raumthermometer dabei und ich messe jetzt hier einmal bei uns im Raum die aktuelle Temperatur. Und da haben wir jetzt 22,2 Grad. 22,2 Grad. Anne, darf ich dich bitten, dass du misst? Weil ich würde Ihnen ganz kurz auch noch mal ein Rechenbeispiel machen. Weil ich finde das wirklich so praktisch mit diesem Thema. Man spricht ja immer von Energie. Sparsam oder beziehungsweise natürlich gerade mal 120 Watt hier. Wenn wir das jetzt mit einer Monoblock-Klimaanlage vergleichen, diese verbraucht durchschnittlich zwischen 1500 bis 2000 Watt. Beispiel machen wir jetzt einfach mal mit diesen 2000 Watt. Ne? Sehen Sie hier so eine kleine Grafik. Bei einem Tagesverbrauch von 10 Stunden Nutzung haben Sie bei einer herkömmlichen Klimaanlage 5 Euro Tageskosten. Im Jahr gerechnet, und da rechnen wir nur mit 3 Sommermonaten, Juli, August, meinetwegen noch September, dann sind wir bei 450 Euro mit der Monoblock-Klimaanlage. Wenn wir jetzt aber mal unser Peltier-Gerät dagegen rechnen, haben wir gerade mal einen Tagespreis von 30 Cent pro 10 Stunden Nutzung. Und in den Sommermonaten ist das gerade mal 27 Euro. Nochmal, 27 Euro unser Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Element oder eben eine Monoblock-Klimaanlage 3 Monate mit 450 Euro. Und seien Sie mal ehrlich, diese 30 Cent investieren Sie und wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne, damit wir nicht unter der Hitze leiden, oder? Wie würdest du es machen, Anne? Na, definitiv, nachdem ich hier das Ergebnis auch sehe, wie beeindruckend das ist. Ich bin jetzt hier bei 16 Grad. Boah, und was hatten wir gesagt? Wir kommen von 22 haben wir gestartet. Und das nicht mal in einer Minute. Ne? Ja, das nicht mal in so einer fix. Minute. Und es ist wirklich eine ganz angenehme, zarte Kühlung. Die Verdunstungskälte, das findet ja im Gerät statt. Ich habe jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass irgendwas nass ist. Es ist ganz, ganz angenehm. Und bei 40 Grad Celsius braucht man sowas, ne? Wenn es dann wirklich richtig tropisch heiß wird. Ich muss sagen, wenn ich hier jetzt direkt davor sitze, es kommt schon einer Klimaanlage sehr nah, aber ein Bruchteil dessen an Verbrauch und es ist auch sehr angenehm. Ja? Ich kann es überall platzieren, das könnte ich ja mit einer Klimaanlage gar nicht machen. Also jetzt, das wundert mich auch gar nicht, dass der ausverkauft ist. Sie müssen ultra schnell vorbestellen und bei dem Preis von, also das ist ja ein Wahnsinn, oder? Ganz, ganz schnell in die Leitung gehen, sichern Sie sich hier die brandneue Liga an Verdunstungsluftkühlern und wenn Sie bereits einen zu Hause haben, den unbedingt noch mit dazu sichern. Ja, es ist die nächste Generation der Verdunstungsluftkühler. Oh, jetzt sind wir schon bei 15 Grad. Das heißt, wir haben jetzt in nicht mal 2 Minuten einen Temperaturunterschied von 7 Grad direkt aus dem Luftstrom des Gerätes. Ne? Und das ist eben diese nächste Liga. Und ich muss Ihnen eins sagen, jeder von Ihnen hat schon mal eine Verdunstungsluftkühlung selbst erlebt. Erinnern Sie sich mal an Ihren letzten Sommerurlaub, wo Sie bei 30, 35 Grad entweder aus dem Meer oder aus dem Pool gekommen sind. Und mit einmal kriegt man eine Gänsehaut, ne? Wundert man sich? Nee, wundert man sich nicht. Das ist ein physikalisches Grundgesetz, was einfach hier stattfindet. Denn die Sonne verdunstet das Restwasser auf unserer Haut und dadurch erzeugt unser Körper eine Kälteerscheinung. Und diese Kälteerscheinung wird dann eben einfach mit einer Gänsehaut bestätigt und das Ganze natürlich auch für Sie. Die Bestellnummer ist die NX1539 und die 569. Bitte bestellen Sie jetzt vor. Sie werden ihn sonst nicht mehr bekommen. Dann vielleicht irgendwann im Herbst, wenn man ihn vielleicht nicht mehr braucht. Jetzt unbedingt vorbestellen, dann sichern Sie sich nicht nur zum einen den fantastischen Verdunstungsluftkühler mit brandneuer Technik, sondern Sie sichern sich den TV-Sonderpreis und der kommt übrigens auch komplett versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Und der Volkmar aus Rauhgut-Jesnitz schreibt, Kühlung einfach mega dank Peltier-System. Überzeugen Sie sich selbst. Wir haben allerdings noch einen zweiten für Sie. Gleiches System, aber ein bisschen größer. Ne? Und ein tolles, futuristisches Design, modernes Design. Schauen Sie sich das mal an. Übrigens natürlich auch sehr wichtig, die Ventilationsfläche ist permanent geschützt, denn der hat so eine kleine Auf- und Abfahrmechanik mit natürlich auch noch mal einer richtig schönen Verdunstungsluftkühler mit einer Peltier-Technologie und mit einem etwas größeren Wassertank von 10 Liter, aber gerade mal einen Energieverbrauch von 200 Watt. Und das aber eben wirklich kommt fast nahe an eine Klimaanlage wirklich heran. Man spricht übrigens hier auch immer von einer moderaten Kühlung. Ne? So eine Klimaanlage, die kühlt ja eigentlich
sich dann wirklich immer so auf ganz, ganz schnelle Art und Weise. Und das ist ja dann auch immer die Gefahr, dass man sich da dann eben auch wirklich immer einmal wegholt. Das kann, habe ich persönlich zumindest gehört, noch nie ist jemand von einem Verdunstungslüftkühler in irgendeiner Art und Weise erkrankt. Nee, ja? Ich hab's auch nie und Ihre große Chance ist es jetzt hier, den sich natürlich auch mal vorzubestellen. Und ich möchte Ihnen gleich, wenn wir wieder zurück bei uns sind, einen Test machen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie stark hier einfach wirklich die Luftströmung auch alleine ist. Also wie stark Sie hier mit der Luft wirklich einmal verbunden sind. Und das ist eben wirklich genau der richtige Modus beziehungsweise die richtige Geschwindigkeit, die man dann eben braucht. Sie sehen es, schönes Kontrolldisplay. Sie haben natürlich auch hier nochmal zusätzliche Funktionen, Timer-Funktion. Sie haben verschiedene Windmodi. Sie können das auf Naturmodus anpassen. Sie können das auf einen normalen Modus anpassen. Sie können es aber auch auf einen Schlafmodus zum Beispiel anpassen lassen. Ein Ionisator ist mitverarbeitet, um natürlich auch hier wieder unangenehme Gerüche, Bakterien, Keime zu entfernen, die man eben einfach nicht möchte. Und ich muss Ihnen noch mal eins jetzt ganz klar sagen, auch wenn vielleicht heute das Wetter bei Ihnen noch nicht so warm ist. Sie haben eben von einigen Experten bestimmt es auch schon mal selbst gelesen, vielleicht auch auf anderen Fernsehsendern gesehen. Das ist nun mal so ein Thema. Wir werden dieses Jahr, vermute ich einfach persönlich, mit wirklich hohen, hohen Temperaturen rechnen müssen. Und deswegen sollten Sie jetzt wirklich clever sein. Clever sein, einkaufen, diese Chance hier nutzen. Und vielleicht haben Sie das bei der Konkurrenz oder vielleicht auch mal in der Werbung schon mal gesehen, dass ja viele hier immer so Bänder, ne, hier vorne so dranhängen. Ne? Warum funktioniert das? Ganz klar, die Luft kommt ja direkt hier aus dem Gerät. Ich gehe noch auf eine Stufe höher und ich nehme ein Windrad. Ich nehme ein Windrad muss, und jetzt schauen Sie sich mal an. Das ist gerade mal Stufe 1. Das ist Stufe 1 unseres Verdunstungsluftkühler. Jetzt geben wir mal richtig Gas dazu. Und ich glaube, Anne, gleich wirst du zwei Hände brauchen, weil das fängt richtig, richtig an zu vibrieren. Und jetzt gebe ich Vollgas. Das ist jetzt die maximale Stufe. Ja, jetzt muss ich wirklich beide Hände nehmen. Und vor allen Dingen... Du kannst jetzt auch vorlaufen. Ich kann auch mal nach vorne laufen. Schauen Sie sich an. Du könntest fast aus dem Set rauslaufen letztendlich und es dreht sich immer weiter und weiter, weil so stark ist einfach dieser Luftstrom. So eine Leistung hat natürlich jetzt hier unser Peltier Verdunstungsluftkühler, wer natürlich nochmal in einer absoluten Megaleistung ist. Und ich weiß nicht, merken Sie das gerade? Das ist jetzt Stufe 3. Aber ich würde jetzt messen, das sind so locker 2,5 Meter. Ich weiß nicht, ob wir das von der Technik hinbekommen. Ich stelle mich jetzt mal neben eine Kamera, damit Sie auch mal sehen. Ich weiß nicht, wo kommt das unser Kameramann hin? Ich stehe jetzt hier wirklich außerhalb des Studios. Schauen Sie mal, ich stehe hier schon neben den Kameras. Und ja, Sie sehen, du könntest es funktioniert eigentlich immer noch. Fast bis ins nächste Studio gehen, ne? Sollen wir das mal probieren? Kriegen wir das hin? Also das ist ja der Hammer. Ich glaube, das zeigt einfach, wie stark dieser Luftstrom hier natürlich einfach auch noch mal für Sie ist. Noch einmal, die sind momentan komplett vergriffen. Einige Kunden sind schon glückliche Besitzer dieses Gerätes. Und noch mal, wir haben dieses futuristische Design, wir haben diese moderne, ja, dieses moderne Design, so muss ich es eben auch wirklich noch mal sagen. Permanent natürlich auch immer wieder im Schutzmodus, weil die Klappe sich natürlich vor diese Ventilationsfläche sitzt. Und wer jetzt nicht wirklich sich dieses Gerät sichert, der wird wahrscheinlich eben auch wirklich irgendwann leer ausgehen. Stellen Sie sich mal vor, die erste Lieferung, die ist komplett vergriffen, weil damit sichern wir gerade die ganzen anderen Vorbestellungen ab. Wir haben noch eine Lieferung und Sie sehen es auch in der Grafik eingeblendet. Das ist das Datum, womit wir wahrscheinlich rechnen, wo das Gerät dann bei uns ankommt und dann ist es in wenigen Tagen bei Ihnen und dann werden Sie wirklich diese angenehme Meeresbrise erleben. Sie werden die Verdunstungsluftkühlung nicht mehr missen wollen und die Peltier-Technologie sowieso nicht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich bin super zufrieden mit diesem Gerät, schreibt zum Beispiel der Ralf aus Döbeln und wir haben ganz, ganz viele positive Kundenstimmen dazu. Wundert mich auch gar nicht. Ich meine, das ist ein Highlight. So viele Vorteile. Auch wenn Sie jetzt aufmerksam denken, Mensch, warum hat das hier die Diana im Garten stehen? Das macht man doch normalerweise nicht. Das geht bei Verdunstungsluftkühlern, das können Sie machen, nur Sie müssen eben jetzt vorbestellen. Das ist eine brandneue Liga an Verdunstungsluftkühlern. Die allerneueste Technik steckt hier dahinter mit einem eingebauten Peltier-Element. Wer hier nicht zugreift, der wird dieses Jahr definitiv schwitzen. Die Bestellnummer ist die NX1534 und die 56 und sieht natürlich auch wahnsinnig schön aus, muss man auch mal ganz klar sagen. Allein schon diese Front, wenn es zufährt, ja, dann sind natürlich auch die Lamellen schön vor Staub geschützt. Also es ist alles in allem ist das ein absolutes Highlight.
ja, nicht nur für mich, nicht nur für dich, sondern auch für ganz, ganz viele Kunden. Deswegen ist er ja bereits schon vergriffen. Sie können jetzt aber noch mal die allerletzte Chance nutzen und vorbestellen. Und das empfehlen wir Ihnen natürlich auch ganz klar bei dem fantastischen Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Preis, den Sie hier eingeblendet sehen, der gilt allerdings nur jetzt in den nächsten 2 Stunden für all unsere Geräte. Und deswegen fassen wir für Sie noch mal zusammen. Ja, und wir fangen mit unserer exklusiven TV-Neuheit für Sie als Pearl-TV-Zuschauer, nämlich an hier unseren Stand- und Sprühnebelventilator mit Oszillation, mit WLAN, mit App, mit Time. Und das gerade mit einem Energieverbrauch von 80 Watt. Und wenn Sie jetzt denken, da oben, das, was da rauskommt, das ist die Verdunstungskälte. Da ist ein integrierter Wassertank, 3,9 Liter. Das können Sie natürlich perfekt nutzen. Und vor allem, Sie sehen es ja, auf einem großen Fuß, den müssen Sie noch nicht mal tragen. Kleine Lenkrollen sogar dabei, um es perfekt überall natürlich mithin zu benutzen. Brandneu aus dem Katalog. Druckfrisch, der Katalog ist hier heute Morgen erst eingeflattert. Und Sie sind dann einer der Glücklichen und vor allem einer der Ersten, der diesen tollen Standventilator bei Ihnen zu Hause hat. Sie können per App steuern. Es ist komfortabel und der Preis ist natürlich auch ganz, ganz fantastisch. Die Bestellnummer ist die NX6454 und die 569. Oder Sie entscheiden sich für einen brandneuen und stilvollen Verdunstungskühler. Ja, und auch der exklusiv nur für Sie als Pearl-TV-Zuschauer. Sichern Sie sich hier unseren 3-in-1 Luftkühlerbefeuchter und Ionisator mit großem Multitouch-Display, wo übrigens Sie sogar die Beleuchtung ausschalten können, also perfekt natürlich auch, wenn man ihn mit ins Schlafzimmer nehmen möchte. Man hat diese Touch-Tasten, 3 Stufen und Schlafmodus, zuschaltbare Swing-Funktion, gerade mal einen Energieverbrauch von 65 Watt pro Stunde und einen großen 6 Liter Wassertank. Und ein super Preis, schauen Sie, 94,95 Euro, ein 3-in-1 Luftkühler, Luftbefeuchter und Ionisator und das für unter 100 Euro. Das müssen Sie erlebt haben und gerade mal 65 Watt Stromverbrauch, das ist irre. Sparen Sie 90% Energie gegenüber einer Klimaanlage. Das muss man sich mal vorstellen. Nur hier der Vorteil, Sie können ihn überall einsetzen. Balkon, Terrasse, Garten. Und schön ist er natürlich auch noch. Die Bestellnummer ist die NX1545 und die 569. Und somit kommen wir zu unseren beiden Geräten, die jetzt schon vergriffen sind, aber Sie können schon mal vorbestellen. Und das sollten Sie auch, denn cleveres Kaufen ist richtiges Kaufen. Das ist Ihre große Chance. Jetzt unser Verdunstungsluftkühler mit Peltier-Technologie. Peltier-Technologie noch mal kurz erklärt. Das Wasser, was bei 16 Grad im Sommer aus der Wasserleitung kommt, das wird noch mal um 8 Grad heruntertemperiert. Also Sie haben die Hälfte dann dieser Temperatur. 8 Grad kaltes Wasser, Peltier-Technologie nutzen. Gerade mal einen Energieverbrauch von 120 Watt. Und das Ganze gemessen hier eben live im Studio mit 8 Grad Temperaturunterschied im Luftstrom. NX1539 und die 569 ist die Bestellnummer für eine brandneue Liga, wenn es um Verdunstungsluftkühler geht. Ich kann nur sagen, testen Sie es aus, wie so viele Kunden bereits vor Ihnen. Sie werden begeistert sein. Der ist ja nicht umsonst ausverkauft. Meistens sind ja die Produkte auch im Supermarkt, im Regal leer, die eben am besten sind. Ja? Und so ist es jetzt eben auch hier bei unseren Verdunstungsluftkühlern. Oder Sie entscheiden sich für das etwas größere Modell. Das etwas größere Modell mit 10 Liter Wassertank, aber gerade mal einen Energieverbrauch von 200 Watt. Futuristisches Design dank dieser modernen Auf- und Zufahrt der Ventilationsfläche, permanenter Schutz natürlich auch vor Staub oder anderen Keimen, die vielleicht in diese Ventilationsfläche in irgendeiner Art und Weise kommen können. Zuschaltbarer Ionisator für unangenehme Gerüche und Bakterien, eine schöne Swing-Funktion, Timer-Funktion und verschiedene Modi. Und dieses futuristische, moderne Design ist genau das Richtige, vielleicht auch für Ihr Highlight in Ihrer Wohnung. Ja, und das für 256,45 Euro. Kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause und kostet normalerweise laut unverbindlicher Preisempfehlung des Herstellers 450 Euro. Da sieht man auch mal, was da für Technik dahinter steckt, ne? Was das für ein Highlight ist, was für eine Innovation, was für eine Weiterentwicklung. Und jetzt zum TV-Sonderpreis. Der ist allerdings immer nur 2 Stunden verfügbar und Sie müssen eben ganz schnell sein und vorbestellen. Sichern Sie sich die allerneueste Liga an Verdunstungsluftkühlern mit der Bestellnummer NX1534 und der 569. So viele Kunden, die bereits schon bestellt haben und begeistert sind. Und Sie werden auch begeistert sein. Lassen Sie uns teilhaben. Schreiben Sie uns ruhig mal Ihre Erfahrungen demnächst an redaktion@pearl.tv. Sie werden ihn lieben. Jetzt ist es aber an der Zeit gekommen, anzurufen, denn Sie müssen ja auch bestellen. 0180 51 51 und 3 mal die 2 ist die Telefonnummer. Und dann wünschen wir Ihnen einen wundervollen Sommer und vor allen Dingen ohne Schwitzen.